Bei uns wird Aufgabenverteilung sehr groß geschrieben. Deswegen hört zu, ich stelle Fragen, sie antwortet. So machen wir es. Ich bin der Max. Ich bin die Barbara. Und heute geht es um Akne-Mythen. Wir haben heute für euch ein paar Mythen und ein paar Fragen zum Thema Akne vorbereitet und haben hier so uns ein kleines Quizspiel überlegt mit richtig und falsch. Deswegen, Barbara, würde ich dir die erste Frage jetzt mal stellen. Und zwar, ist Akne eigentlich eine erblich bedingte Krankheit? Die Veranlagung wird vererbt, aber ob sich diese Veranlagung manifestiert, hängt von vielen Faktoren ab, Umwelt, Ernährungsgewohnheiten und Ähnlichem. Deswegen ist es nicht eine klassische Erbkrankheit. Gut, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage und die erinnert mich eigentlich an meine Urlaubstage, weil tatsächlich immer, wenn ich im Urlaub bin, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass meine Haut besser wird. Deswegen hilft Sonne bei Akne, Barbara. Nicht bei jedem. Wenn man die Sonne gut verträgt, wirkt der desinfizierende Anteil im UV-Licht positiv auf die Haut. Wenn man zur Akne neigt, werden vermehrt Fettsäuren festgesetzt und es kommt zu Entzündungen. Um es ein für alle Mal klarzustellen, stelle ich jetzt die Frage, die wir uns immer fragen, Barbara. Pickel ausdrücken, ja oder nein? Dreimal nein. Weil durch das Ausdrücken die Talgsäuren und Keime in die Poren hineinkommen können und zusätzlich zu dem Pickel sich unter Umständen noch eine bakterielle Entzündung entwickelt. Das heißt, dreimal nein. Nein. So, meine lieben Leute, tatsächlich in dem Anlass oder eher gesagt in der Thematik, in der wir uns jetzt gerade befinden, in Bezug auf Akne, habe ich sogar was ganz Cooles hier bei uns von der Manostik gefunden. Und zwar unsere Gründerinnen Alice und Estefania haben ein kleines Buch geschrieben über die Thematik Akne und wie man natürlich frei von Akne werden kann, wie der Titel jetzt auch schon behauptet oder uns verrät. Dieses Buch ist tatsächlich über den Link, den wir unten für euch vorgelegt haben, überall zu finden. Deswegen, reinschauen lohnt sich, oder Barbara? Auf jeden Fall. Man entdeckt immer wieder was Neues und es ist amüsant und informativ zu lesen. Ich würde mal Barbara die nächste Frage stellen. Heute durchlöchere ich dich hier mit ganz vielen Fragen. Aber ich bin so eine kleine Naschmaus. Und deswegen stelle ich mir jetzt die Frage und bestimmt viele andere da draußen auch. Ist Schokolade gut oder schlecht für Akne? Schwierige Frage. Ja oder nein? Kann man nicht so beantworten. Jahrelang hieß es, Schokolade ist der Teufel, darf man bei Akne überhaupt nicht essen und so weiter und so fort. Dann hieß es, ist alles Quatsch, esst Schokolade so viel ihr wollt. Und dann kam mein Kollege Bodo Melnik mit Untersuchungen und hat den negativen Einfluss von Milch auf Akne herausgefunden. Seither ist Schokolade wieder schlecht. Okay, also jetzt. War Schokolade mal der Teufel, dann war es dann wieder okay, dann ist es jetzt wieder nicht okay. Kann ich mir also daraus jetzt so ein bisschen herausnehmen, dass ich Schokolade in Maßen essen kann? Also so ein bisschen, dass die Dosis des Giften ausmacht? So. Genau so. Okay. Wenig, aber dafür ganz leckere Schokolade. Also darf ich noch genießen, das beruhigt mich sehr. Okay, also Leute, das war's heute wieder mit unserem Video. Falls du irgendwelche Mythen über Akne noch erfahren möchtest oder vielleicht sogar selber welche hast, schreib die uns unbedingt in die Kommentare. Ansonsten, vielleicht findest du ja in unserem Buch noch ein paar Tipps für dich selbst zum Thema Akne. Und sonst hätte ich eigentlich nichts mehr zu sagen, oder Barbara? Nein, alles kannst du hier in Ruhe nochmal nachlesen. Es sind wertvolle Tipps drin und alles klar. Deswegen genießt die sonnigen Tage, meine Lieben. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.